Jo, servus und wieder einmal heißt es herzlich willkommen bei Eve Online. Wieder mal ein neuer Morgen nach der Nachtschicht. Mal kurz reingucken. Wir befinden uns jetzt hier mal auf dem Startbildschirm. Hier sehen wir meinen Let's Play Charakter. Und hier meinen anderen Charakter, wenn ich mal keinen Bock habe zum Quatschen. Und wir schauen uns jetzt mal an, was die beiden so zu bieten haben. Also seit 6 Tagen zocke ich bis jetzt Eve. Ja, das ist praktisch. Nix. Und jo, wir haben bis jetzt 135.500 Skillpunkte. Trainingswarteschlange, naja, in 16 Stunden abgeschlossen. Ein Kontostand von 180.000, um ein paar zu quetschen. Ist Sicherheitsstatus, ja, ist immer noch bei 0. Wir haben noch nichts Böses angestellt. Und im Gegensatz dazu meinen Non-Let's Play-Charakter. Der ist immer noch ein bisschen weiter, mit dem habe ich immerhin schon 827.000 ISK und 158.000 Skillpunkte. Und nun ja, wir machen aber mit unserer hübschen Akasha weiter und starten jetzt mal direkt wieder rein ins Game. Ne? So soll das sein. Training abgeschlossen. Skillerlernung beendet. Mining Level 4. Ein Zertifikat verfügbar. Ja, kannst du jetzt mal hier den Balken mal vernünftig laden und so? Wie ein Zertifikat. Ja, mach halt mal das Fenster auf hier. Ein Zertifikat. Zertifikatsplaner öffnen. What the... Das kenne ich ja jetzt noch gar nicht. Dieses Zertifikat verweist auf grundlegende Kompetenzen beim Gebrauch von Energiespeichern. Der Besitzer kann mit allen Energiespeichermodulen vom Typ Tech 1 umgehen und hat grundlegende Fähigkeiten in den Bereichen Aufladerate und Grundkapazität des Energiespeichers. Sie können hiermit bis zu einem gewissen Grad Ihren Energiespeicher optimieren und bla 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 bla. Jo. Abbau. Oh ja, das wird... Dieses Zertifikat verweist auf grundlegende Kompetenzen beim Bergbau weitreichender als die Fertigkeiten des Piloten bei dessen Abschluss. Der Besitzer kann mit allen Tech 2 Bergbaulasern umgehen und mit ihnen zufriedenstellende Resultate erbringen. Dies ist eine exzellente Grundlage, wenn Sie ab und an mit Bergbau zu tun haben. Empfohlen für Fregatte 4 und Kreuzer 2. Beanspruchen? Was passiert, wenn ich beanspruchen mache? Oha. Alles klar. Aha. Ne, haben wir alles noch nicht. Mal gucken, aber bis jetzt, wenn ich da eine Meldung bekommen habe, dann werde ich bei den restlichen Zertifikaten wahrscheinlich auch eine Meldung bekommen. Ja, okay. Ich denke mal, das kriegt man bestimmt noch irgendwann mal im Tutorial erklärt. Skills. Jo. Belassen wir das mal kurz dabei. Jetzt schauen wir noch mal kurz die Gegenstände an, die wir haben. Skillbücher haben wir ja keine. Schade eigentlich. Du blinkerst immer noch. Warum blinkerst du denn noch? Was ist denn da jetzt noch hier, Bling bling. Ja, ich habe keine Ahnung, was jetzt hier noch bling bling ist. Mehr ist wurscht. Ich auch nicht mal im Deutsch-Chat online. Guten Morgen, Welt. So, wie immer halt. Ich habe den Typen angeguckt hier, wo ich das Let's Play geschaut habe, der geht mal hier drüber in die Agentenliste rein. Ja, da haben wir hier das Fenster. Ach so, ja, das sehen wir hier direkt.
Welcher Typ für was zuständig ist? Militär, das haben wir glaube ich schon als erstes gemacht gehabt. Industrie, Erkundung, fortgeschrittenes Militär. Haben wir fortgeschrittenes Militär schon fertig? Jo. Oder? Bei wem waren wir jetzt stehen geblieben? Bei Oybibatkirt irgendwas. Ich glaube, das bist du. 1 von 10. Kling, jetzt hat sich mein Skype gemeldet. Ich werde hier mal kurz die Aufnahme unterbrechen und bin gleich wieder zurück. Ach ne, es war kein Skype, es war Facebook. So, mal kurz gelesen und schon bin ich wieder da. Da bekomme ich einen Miner. Das heißt, wenn ich das annehme, geht es dann wahrscheinlich drum ums Minen. Das ist eigentlich so eine Sache, die mir recht gut gefällt, glaube ich, eventuell. Okay, bauen Sie das, was? Feldsparerz in dem Asteroidenfeld, zu dem Ihr Agent Sie geschickt hat, ab und bringen Sie 999 Einheiten davon zu Ihrem Agenten zurück. Okay, das abbauen, bla 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 bla. Leider kommt da erstmal langsam sprechen. Da wird dann gleich erstmal wieder ein Tutorial kommen. Aber erst schreibe ich mal noch kurz den Chat, wenn denn hier schon Leute wach sind. So. Okay, akzeptieren. Bäm. Und schon kommen die Aura. Die Arbeit im Bergbau ist eine der lukrativsten Karrieren, die ein Pilot wählen kann. Die Bergleute beschaffen Mineralien für alle zu produzierenden Gegenstände und Schiffe. Alle Schiffe mit Ausnahme der Anfängerschiffe werden aus den Mineralien gebaut, die die Bergleute in New Eden abgebaut haben. Der Bergbau stellt das Rückgrat des Eve-Universums dar. Cool, dann wäre ich ja praktisch sozusagen ein Stückchen des Eves Rückgrates. Ja, okay, weiter. Erz kann von Asteroiden abgebaut werden, um es zu verkaufen oder zu Mineralien aufzubereiten. Jetzt war gerade beim Chat. Die Mineralien werden danach zusammen mit einem Blueprint genutzt, um Gegenstände und Schiffe zu produzieren. Alternativ kann man sie aber auch direkt auf dem Markt verkaufen. Behalten Sie die Menge an Mineralien im Gedächtnis, die Sie durch das Aufbereiten, Reprocessing, des Erzes erhalten haben, da diese skillabhängig sind. Manchmal kann es für Sie vorteilhaft sein, das Erz unraffiniert zu verkaufen. Sachen im Gedächtnis behalten? Nee, das ist für mich mal gar nichts. Bitte docken Sie Ihr Schiff von der Station ab, bevor Sie fortfahren. Das Schiff von der Station abdocken? Ich soll das vielleicht mal vorher mit dem Mining Laser und so bla bla machen. Nee, meinst du nicht? Sind Sie hier, dass Sie fortfahren möchten? Denken Sie daran, dass dieser Bildschirm jederzeit über das... Ja. Und tschüss. Ausrüsten. Da. Hauen wir mal, warte mal, Gegenstände hier. Hauen wir mal eine Autokennen raus aus dem Slot und hauen mal den Miner da rein. So. Dann muss man gucken, mal Laderaum öffnen. Der ist ziemlich leer, das ist gut. Okay, dann sollte es soweit eigentlich passen. Dann können wir jetzt mal abdocken. Wunderbar, da bin ich mal gespannt, wie das jetzt mit dem Mining so läuft, hey. Weil ich bin eh weniger der Kampftyp als der, der irgendwo schön Sachen sammelt und die dann verkauft. Wobei es ja auch recht interessant sein kann, im Kampf jetzt von den Gegnern diverse Sachen abzuluxen. So, und jetzt lesen wir unsere hübsche Aura nochmal weiter. Ja, was heißt hübsch? Also Blassgesicht. So. Sie finden Asteroiden in den Asteroidengürteln.
Na sowas, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Diese existieren in den meisten Sonnensystemen und sind in der Übersicht mit einem Dreieck markiert. Sie haben zusätzlich auch die Möglichkeit, das Kontextmenü zu nutzen, indem Sie irgendwo im All rechts klicken und das Asteroidengürtel unter Menü Asteroid Belt Submenü auswählen. Asteroidengürtel haben kein unendliches Angebot an Asteroiden und Asteroiden haben wiederum kein unendliches Angebot an Erz. Das bedeutet, dass es für Bergleute möglich ist, das gesamte Ressourcenvorkommen eines Asteroidengürtels zu erschöpfen. Sie müssen daher unter Umständen mehrere Asteroidengürtel aufsuchen oder ein benachbartes Sonnensystem aufsuchen, bis sie einen passenden Asteroidengürtel gefunden haben. Ich habe in meinem Leben noch nie so oft Asteroidengürtel gesagt. Und jetzt hat sich wieder mein Facebook gemeldet. Aber das lasse ich jetzt mal sein. Das gute Gesichtsbuch. Weiter. Asteroiden unterscheiden sich jeweils in ihrer Dichte, Größe und Art, von denen jeder auch über eine unterschiedliche Zusammensetzung und Menge ihrer mineralischen Bestandteile enthält. Am häufigsten stößt man auf Feldspar-Asteroiden. Diese verfügen nur über ein Tritanium-Vorkommen, das das geläufigste Mineral darstellt. Aha. Tritanium hab ich schon mal gehabt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es auf dem Spielstand war oder auf dem anderen. Um herauszufinden, welche Mineralien Sie aus einer bestimmten Art des Erz wieder aufbereiten können, rechts legen Sie auf den gewünschten Asteroiden und wählen Sie Info-Anzeigen aus. Ich würde sagen, wir suchen jetzt uns erstmal so ein Asteroiden-Dingens. Asteroidengürtel, Maluka 2, Asteroidenbelt 1. So, Warpen innerhalb von 0 Metern. Warp-Antrieb aktiv. Wollen wir da erstmal hin? In der Zeit beschäftige ich mich noch kurz mit dem Chat. Ich habe eh noch keine DT mitbekommen, da ich erst seit 6 Tagen Eve zocke. Bam. So, sind wir jetzt beim Asteroidengürtel? Dann schalten wir das hier mal. Wie, hier ist ein Cargo-Container. Schauen wir doch mal, ob da was drin ist im Cargo-Container. Da ist ein Miner drin. Schwebende Fracht, das ist ja fett. Kann ich den jetzt klauen? Sie sind dabei, Gegenstände von Terran Ahona zu stehlen. Nee, stehlen will ich nicht. Ich will ja nicht böse werden. Übersicht, Standard, Bergbau. Wieso wird mir dieser Cargo-Container angezeigt bei Bergbau? Schalt mal auf. Oder ich soll vielleicht doch erstmal weiterlesen hier. Die höchste Sicherheitsstufe mit der Stufe 1,0 wird einem nur die Entdeckung von Feldspar-Möglichkeiten ermöglichen. Wenn man aber ein wenig niedrigstufigere Sicherheitssysteme erkundet, kann man schnell auf... Was? Skordite, Plagioklase und Pyroxeres stoßen. Oh mein Gott. Auch wenn die geläufigsten Asteroiden überall in New Eden gefunden werden können, gibt es einige extrem seltene Asteroiden, die sich nur in 0,0-Systemen im All befinden. Das heißt, da sind absolut keine NPC-Bullen vorhanden und man ist da völlig auf sich selbst gestellt. Das heißt, es wird da einige Bösewichte geben, die einen dann versuchen, das Erz abzuluxen. Arkonor, der seltenste von ihnen allen, beherbergt hohe Konzentrationen von Megasit, dem wertvollsten existierenden Mineral überhaupt. Arkonor, aha. Bergbaulaser verfügen über eine Maximalreichweite. Indem Sie die Info-Anzeigen-Option Ihres Bergbaulasers wählen, können Sie dessen Optimalreichweite einsehen. Finden Sie einen geeigneten Asteroiden und visieren Sie diesen an. Nähern Sie sich auf die maximale Reichweite an und aktivieren Sie Ihren Bergbaulaser, indem Sie Ihre HUD verwenden. Am Ende des Bergbaulaserzyklus wird das Erz in Ihrem Frachtraum gelagert. Die unterschiedlichen Bergbaulaser sowie die entsprechenden Skills beeinflussen die Zeit eines jeden Abbauzyklus und die Menge des einzusammelnden Erzes bei jedem Zyklus. Jetzt gehe ich mal kurz zum Chat, was haben sie geschrieben? Warte ab, nach grundlegenden Änderungen gibt es das häufiger mal out of schedule. Beliebt auch immer ein außenplanmäßiger Reboot in der
Primetime. Och, nö. Sowas nervt doch immer. Warnung. Der Bergbaulaser wird sich automatisch deaktivieren, sobald Ihr Laderaum mit Erz gefüllt ist. Alles Erz, was zu diesem Zeitpunkt schon abgebaut wurde, allerdings nicht mehr in den Frachtraum passt, wird unwiderruflich verloren gehen. Und das ist aber fies. Wenn Ihr Laderaum voll ist, können Sie zurück in eine Station kehren, Ihren Laderaum dort leeren und sich danach wieder dem Bergbau widmen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Station und wählen Sie Docken aus. Ah, guck mal einer an. Ah, wieder was dazugelernt. Huch, dazugelernt. Er hat mich einer geschrieben, jetzt nach die, weil gibt's ja bei Eve gibt's ja regelmäßig so eine Downtimes, wo die Server halt mal dicht gemacht werden für Updates oder sonstigen Scheiß. Und nach der Downtime sind diese Asteroidengürtel wieder befüllt mit Erzen und so. Aha. So. Eine höher entwickelte Möglichkeit, Bergbau zu betreiben, ist unter dem Namen Bergbau mit Transportcontainern, Jetcan Mining, bekannt und ermöglicht es ihnen, schnelle Profite zu erzielen. Sie beginnen damit, von ihrem Laderaum aus Erz in einem Container im All abzuwerfen, indem sie das Kontextmenü nutzen. Während sie mehr Erz sammeln, können sie dieses einfach von ihrem Laderaum in den Transportcontainer verschieben. Sobald der Transportcontainer gefüllt ist, können sie das Erz mit einem Industrial, das über einen größeren Laderaum verfügt, aufsammeln. So, die Lernkurve ist in Eve eh ziemlich steil. Ich mag Kurven. Und du lernst trotzdem noch nach Jahren dazu und ziemlich hoch. Ah nee, ich mag Kurven, schreibe ich nicht. Lass mal die erstmal in Ruhe, jetzt sind wir beim Let's Playen. Könnte ich den eigentlich gleich mal gerade mal so reinschreiben? Bin gerade bei der Aufnahme eines Let's Plays. Ihr seid also live im TV. Nicht TV, sondern TV. Racha. Nix Racha. Egal. Beachten Sie, dass ein Container nur 2 Stunden im Vakuum des Alls existieren kann. Sollte ein Container implodieren, wird sein Inhalt umgehend zerstört. Okay, also wenn wir abbauen und der Laderaum nicht mehr reicht, können wir vorsorglich ein bisschen was in dem Container oder allgemein ein bisschen mehr im Container zwischenlagern, aber das hält nur 2 Stunden. Das heißt dann abschnell in die Station, Laderaum leer machen, wieder hin den Container holen und wieder zurück. Alles klar. Warnung. Gegenstände in Containern zu verschieben, erlaubt es anderen Spielern, sich diese jederzeit zu nehmen. Also sollte man einfach vorsichtig machen. Um bessere Erträge zu erzielen, können Sie sich bei Ihrer Bergbaugeschäften mit einem anderen Kapselpiloten zusammentun. Dabei übernimmt einer den Abbau, während der andere Pilot das Erz zurück zur Station befördert. Das ist natürlich... ja, das... Das macht allgemein immer mehr Sinn mit 1-2 Leuten so an der Seite. Da kann man sich gegenseitig beschützen und so weiter und so fort. Kann man immer schön miteinander interagieren. Was ich wahrscheinlich die nächsten Tage auch machen kann, da...